Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Cäsar 3. Ach nee, es ist ja Cultures 2. Mein Fehler. Na, ich habe mich so durch hinreißen lassen durch Italien. Ich erinnere mich. Ach, übrigens, mir wurde der tolle Tipp gegeben am Anfang. Warum hast du denn nicht einfach die hier zu Zivilisten gemacht anfangs? Ja, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, ganz am Anfang. Aber ich kenne diese Karte ja nicht. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich plötzlich angegriffen werde? Björni ist nicht da. Tja, Arschkarte. Da ist er. Ach ja, genau. Der gute Sigurd. Ja, ach richtig. Der muss ja noch einen Handkern bauen. Ich erinnere mich. Oh, gute Bauzeit. Ah, ja, Lebensmittel ohne Ende. Ja, ein Fahrzeug gibt's gleich. Okay, er macht da noch einen. Gut. Dann sollte es hoffentlich bald laufen. Der müsste jetzt einen Ochsen. Ach, der Ochsen ist automatisch drin. Ich dachte, ich brauchte. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich brauche unbedingt das Ding hier dazu. Naja, auch okay. Ich wusste nicht, dass der Ochse da spontan dabei ist. Der wird anscheinend auch aus Holz gebaut, der klassische Holzochse. Das war Honig, oder? Ja. Das ist ja geil, wie das immer wirklich mehr wird hier. Okay, jetzt nicht mehr nur bis 5. Trotzdem toll. Das ist auch voll. Seht ihr, wir könnten noch ein. Wir könnten jetzt noch eine Kaserne bauen, die wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Ich hab doch noch einen Bauarbeiter, oder? Ja, hab ich. Hausbau, 1400 Punkte. Wir können es ja dann so regeln, dass wir einfach beide Möglichkeiten ausschöpfen. So. Freundlich, Roma ist immer freundlich, Sarazen ist immer feindlich, freundlich. Okay, kann ich Langschwerter und Kettenhemden machen und Langbögen. Ach, da hat er wirklich alles. Benevent. Was wollen die unten, okay. Ach, hier war das Lagerhaus, gut. Da brauche ich dann eigentlich noch einen Handel für. Was? Okay, der ist noch. Und wir haben die ersten Münzen, perfekt. Händler. Du wirst jetzt als nächstes Kundschafter. Da.
Brauchst jetzt erstmal was darunter und dann mache ich dich zum Händler. Dass man überhaupt lernen muss, wie man trägt, ist auch so eine Sache. Kann halt nicht jeder einfach so ein paar Sachen nehmen und die tragen. Das muss erlernt werden. Hat er mich gerade Penner genannt? Was willst du, Penner? Ich hab's genau gehört. Was will der Penner? Ich hör's genau. Ja, hört das nicht? Was will der Penner? Keine Ahnung, was die wirklich sagen, aber es klingt so. Und Abmarsch. Egal. Aber schön, dass ihr trotzdem diesen Weg nehmt. Oh, ist das viel Wild hier. So, fangen wir doch mal an. Ach hier. Nee, was machst du? Renn da hoch, Mensch! Ich persönlich finde, die Wegfindung ist schlechter geworden zu Kaltschuss 1. So. Was holt ihr dieses Scheißding da? Wieso bist du so unfähig, Mann? Ja, ich quatsch erstmal ein bisschen in die Bude da rein. Der Typ kann nicht weg, da ist am Arbeiten. Und dann hole ich am besten noch ein Brot. Jetzt holst du jetzt endlich mal diesen blöden Kern da? Was ist dein fucking Problem? Gab's jetzt ein Problem damit? Moment, ich kann mit denen gar nicht handeln? Warum kann ich mit denen nicht handeln? Ah, okay, mit dem muss ich... Okay. Entschuldigung, wir sind noch gar nicht so weit. Ich muss ihn erstmal Münzen... in Massen geben. Okay, anderer Vorschlag. Du hilfst erstmal hier mit. Wo war denn das? Ach, das war ja hier draußen. Oh, tatsächlich?
Haben wir zu wenig Honig? Hilf mal hier mit. Und dann würde ich gleich sagen... Wir bauen das Ding noch. Einfach nur, dass es schneller geht. Ah, Kurzschwert, okay. Die haben gar keine Rüstung, die Leute. Du findest keinen Weg, du stehst in deinem Gebäude, Mensch. Fast erledigt. Das tut mir aber leid für diese Frau, dass sie gelangweilt ist. Wie kommen wir eigentlich an diesen Weg ran? Wieso zur Hölle lasst ihr den Honig hier liegen? So, jetzt läuft's langsam, wo ist... Wir hatten doch noch einen Händler irgendwo. Du kriegst jetzt auch noch mal ein bisschen was zu tun hier. Ach Mist, das geht wirklich nur einmal. Das ist natürlich echt blöd, wenn die nur, wirklich nur einmal mit den handeln dürfen. Bruchstein läuft langsam. Ja, wenigstens kann man jetzt endlich genug, müssen wir jetzt genug Honig reinkriegen. Wie steht's mit deiner Erfahrung? 93%. Einen Moment, wie viel Steinblöcke haben wir eigentlich schon fast genug? Machen wir lieber Marmor wieder. Ach, das sind Kräuter. Ich dachte immer, das sind Beeren. Verstehe. Könnte noch ein bisschen dauern, bis wir soweit sind. Aber mit Honig fahre ich tatsächlich am besten. Weil zweimal Honig kostet uns wirklich gar nichts. Ich finde immer noch, die Münzen sehen aus wie Dachschindeln. Vor allem, sie sind richtig klobig und groß. Ja, penn du erstmal den Schlaf der Gerechten. Jetzt brauche ich erstmal diese ganzen 5. Jetzt brauche ich erstmal 50 Münzen. Damit ich die da unten bezahlen kann. Problem ist, wir haben gerade mal 24 und 10 davon waren Geschenk von denen hier. Oh, da ist ja noch was.
Komm mal her, du. Hab ich gar nicht geschaut. Hier sind haufenweise Kisten, da könnten ganz tolle Sachen drin sein. Kekse zum Beispiel. Oder ein Haus aus purem Gold. Irgendwas, das mir weiterhilft. Pass auf, da sind da Frauen drin oder sowas. Gold. Gold. Los, Björni. Als wir gegen das Killerkanickel gekämpft haben, das war auch recht knapp, oder? Ich hätte nicht gedacht, wie übel das Vieh ist. Das hätte wirklich beinahe unseren Helden getötet. Und die waren zu zweit. Ah ja, hier könnte ich noch Sachen gegen eintauschen. Bin ich mal gespannt, dann kann es auch zu Tieren gehen. Heiltränke. Was ist das? Ein Haus ihrer Wahl setzen. Wachtränke. Nahrungstränke? Ja. In dem Haus kann ich vielleicht mehr empfangen. Da kann ich wieder einen Turm Level 3 bauen. So spontan. Wachtränke. Noch ein Haus meiner Wahl. Sehr schön. Ist eigentlich der beste Bonus überhaupt, den es gibt. Mit diesen ganzen Trinken kann ich eh nichts anfangen. Du bist so unfähig, Mann. Reichen dir diese Infos hier nicht? So, du. Damit du auch noch was zu tun hast. Du arbeitest jetzt mit auf dem Schiff. Hau ruhig mal 50 Nahrung rein. Da hast du wenigstens was zu tun. So, Honig wird auf jeden Fall mehr, das ist super. Münzen haben wir auch schon ein paar. Auch der beste Händler der Welt. Geht hin, liefert zwei Sachen aus, legt sich erstmal neben die Leute. In der Zwischenzeit kommen wahrscheinlich irgendwelche Räuber und oder die Leute selber beklauen ihn erstmal. Super. Er kriegt auf jeden Fall sehr viel Erfahrung ins Handeln, was überhaupt nichts bringt. 95%. Keine Ahnung, ob das steigt. Ich glaube, man muss zweimal dahin. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch hätte jetzt auch noch zu denen gehen können, aber die wollen halt Sachen, die ich eigentlich nicht verkaufen will. Geschirr ist endlose, ist ein endlicher Rohstoff. Backsteine ebenso. Holz ist auch irgendwann leer. Sollte man nach Möglichkeit nicht verkaufen. Oh, Eisen. Aber zu selbst produzieren, wenn ich alles kaufen kann. Ich glaube, ich nehme langen Bögen und Kettenhemder erstmal. Ah, das dauert schon lange, das Handelssystem. Es ist zwar irgendwie realistischer, dass er ein- und auslädt, aber es dauert halt teilweise
um einiges länger und die Begrenzung ist auch ein bisschen blöd, dass ich nur einen Händler pro Lagerhaus machen darf. Das ist ein bisschen so richtig blöd gelöst. Ja, im ersten Kaltschuss war es ja vollkommen egal. Wolltest du 10 mal handeln, hast halt 10 Händler genommen. Wenn du die Waren brauchtest und du die anderen Waren anbieten konntest, dann war das auch kein Problem. Na, sie macht das jetzt voll. Ja, geht auf 20. Passt also. Das hier läuft auch. Mit vollgeladen. Waffenrock, Lederrüstung. Ich schätze mal, die Plattenrüstung ist die stärkste. Holzspeer. Ah, es gibt Eisensperre. Ebenso gibt es Kurz- und Langbögen. Brauchen wir auch Münzen hierfür? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn der wirklich mit vollen Taschen zurückkommt. Boah, ich dachte gerade, der läuft irgendwo hin um. Naja, jetzt ruhig die Sachen hier. Okay, kriegst du noch mal 10 Münzen, das wäre super. Ja. Okay, das sind genau die Münzen, die wir brauchen. Die kriegen ja einen Honig. Wir kriegen die Münzen. Mann, ich würde den Zuckerkuchen verkaufen. Wartet mal. Oh Mist. Nahrung wird zum Problem. Das war mir gar nicht so richtig bewusst, dass wir jetzt Probleme kriegen mit roten Kuchen ist auf endlos gestellt, okay. Aber wir kriegen tatsächlich ein Defizit in Sachen Brot. Okay, Defizit ist ausgeglichen. Aber trotzdem, der Händler hier holt das wahrscheinlich. Ach, der, deshalb ist das auch so weit runter, weil der hier alles holt, schätze ich mal. Gib mir die Münzen los. Ach ne, Moment, das ist für die. Warte mal, warum? Verdammt. Euch will ich das Geld nicht in den Hals werfen. Hab ich geschlafen, tut mir leid. Wohnhaus. Ich bin verwirrt. Hat eigentlich eine Verbindung, aber
Okay, daran lag es jetzt wohl. Fangen wir erstmal mit Kettenhemden an. Ah, jetzt fängt er an. Mann, du Arsch. Also, wieso musste ich das jetzt anders einschalten als vorhin? Naja, egal. Warte mal, was handelt 1 zu 1? 1 zu 1, ja. Einer. Muss doch irgendwo noch ein Soldat sein, über den hier, bis wir einen anderen finden. Dann bin ich mal gespannt, wie läuft das mit der Ausbildung hier. Ja, danke. Wie trainieren? Genau läuft dieses System ab. Könntest du nicht einfach mal die Münzen holen? Stattdessen beschwerst du dich die ganze Zeit, dass die Sachen nicht da sind. Hol doch einfach Münzen rein. Ich habe halt noch nichts Produktives getan. Und die sind da. So ist es nicht. Hier hinten fahre ich aber auch nicht besser damit. Ja, die Kaserne ist halt gigantisch groß. Warum passt die eigentlich hier nicht hin? Zum Wolfenweg vielleicht? Das hat auch nie gestört. Okay. Das Ding habe ich nie gebraucht, wirklich. Die Sachen einfach explodieren. Ich hoffe, dass er dann jetzt gleich mal arbeitet, weil dann sind die Sachen wirklich in greifbarer Nähe. War vielleicht das hier das Problem für ihn? Dass die Kaserne da war? Könnte sein. Ich lasse den anderen in der Zwischenzeit einfach mal ein paar Waffen rankarren. Er hat doch nicht mal was beigebracht. Ach, er handelt gerade. Will ich aber auch geraten haben. So. Schon fast alles da. Das ist noch ein Bruchstein. Die sind da. Die sollte da also hinkriegen. Und schon ist die Kaserne wieder gebaut. Und ich hoffe, dass er doch dann jetzt endlich mal ein paar Münzen reinholt. Weil ich gar nicht dieses Trainingssystem sehen will. Ich habe echt gedacht, diese Münzen brauchen wir zum Ausbauen, aber anscheinend ja doch nicht. Was ist denn die nötige Ware?
Okay. Was? Marmor. Schön, dass es da liegt. Ich kann Münzen leider nicht befehlen, sie zu erhöhen. Kettenhemden waren es doch. Da kommt gleich mit 19 Stück. Dann haben wir das mal auf 20. Und hier die Langschwerter. Die verarschen mich einfach, die Leute. Die sind einfach nur strohdumm. Das funktioniert einfach nicht. Die nötige Ware ist doch hier. Hol sie doch. Hol jetzt diese scheiß Ware daraus. Habe ich dich jetzt im Lagerauszug... Tut mir leid, ihr seid dumm wie Brot. Oder mache ich hier irgendwas falsch? Ich gehe mal auf Hilfe. In der Kaserne können männliche Wikinger zum Soldat rekrutiert werden, um die Ausrüstungsgegenstände in die Kaserne zu bekommen. Sollte mindestens ein Träger arbeiten. Ja, aber der Träger macht leider nichts. Tut mir leid. Leider sind die Wikinger ein bisschen doof. Ja, klappt leider nicht. Ist das jetzt ein Bug oder... Oh, was macht er? Macht er jetzt was? Ah, oh, Halleluja, er macht was. Er geht essen wahrscheinlich. Wunderbar. War ein anstrengender Tag, nicht wahr? Nee, er quasselt erstmal Leute voll. Den ganzen Tag rumstehen und zu blöd sein, zwei Häuser weiter was zu holen, ist nicht so einfach. Wurde mir nicht gesagt, es ist vollkommen einfach, in diesem Spiel alle Gegner zu vernichten? Erscheint mir jetzt gerade nicht so, weil die Leute zu inkompetent sind, ein Lager aufzufüllen. Das ist eine einfache Aufgabe und ich schaffe es nicht. Ja. Toll. Das ist ein unglaublich tolles System. Es macht so viel Spaß, diesem System zuzuschauen. Euch kann ich nicht trainieren lassen, weil keine Münzen drin sind.